Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück im alten Lager, hier bei Gothic. Ja, da jauchzet der Grufti in uns. Wir spielen wieder Gothic. Ha, holt den Kajal raus, Leute. Oder war das anders? Okay, wir schauen uns mal noch ein bisschen um. Ich glaube, ich gehe nochmal hier nach links und frage gleich nochmal da vorne, ob jemand Neck gesehen hat. Oder red erstmal da mit dem Typen. Whistler. Whistler sieht interessant aus. Der hat bestimmt uns was zu flüstern, der Whistler. Absolut idiotisch. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Sag an. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Nicht so viel quatschen, ja, ja. Das ist wirklich nicht mein Problem. Warum will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und das ist alles, was du willst. Der letzte Scheiß. Hast du mal daran gedacht, dass ich einfach mit dem Erz durchbrennen könnte? Vergiss nicht, die Kolonie ist klein. Wenn du mit dem Erz durchbrennst... Ich glaube kaum, dass ich daran was ändern will. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Kann schon sein, aber wenigstens... Okay, dann gehen wir mal zu Fisk. Wer war nochmal Fisk? Ach, Gott sei Dank stehen die Namen über den Rüben. Das ist Fisk. Ey Fisk, ich hab da was für dich. 100 Erz, mein Freund. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Whistler, wolltest du es für 100 verkaufen? Ach, warte mal. Stimmt, da hätte ich dir ja fast zu wenig abgeknöpft. Ich meinte natürlich 500. 500? Zu wenig? 1000 sind dir lieber? Auch gut. Wenn ich es mir so recht überlege, ich glaube, ich behalte es einfach. Lass uns noch mal über Whistlers Schwert reden. Du kannst ihm sagen, er wird sein Schwert nie kriegen. Okay, 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 dann machen wir das halt anders. Wir laden nochmal und, dann reden wir nochmal da oben mit ihm. Ach ja, wäre das schön, wenn man im wahren Leben einfach den letzten Speicherpunkt laden könnte und Fehler so rückgängig machen. Oder zurück an schöne Erinnerungen, Reisen, schöne Momente. Einfach per Safe Game laden. Quick Save, Quick Load. Ach, das wäre cool. Hi, ich bin neu hier. Was willst du von mir? Ich will einer von euch werden. Ich will mich dem Lager anschließen. Auf der Suche nach Fürsprechern, was? Wenn ich ein gutes Wort bei Diego für dich einlegen soll, schuldest du mir einen Gefallen. Was ist das für ein Gefallen, den du von mir erwartest? Ich will eine Waffe von Fisk haben. Er ist einer der Händler am Marktplatz. Er will sie mir nicht mehr verkaufen. Es ist ein Breitschwert mit Ornamenten. Ich gebe dir 100 Erz und du holst die Waffe für mich ab. Aber sag ihm nichts von mir, klar? Der letzte Warum Scheiß. Will er dir die Waffe nicht mehr verkaufen? Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Und? Und der das ist Scheiß. Alles, was du wissen musst. Okay, her mit den 100 Erzbrocken. Ich hol das Ding. Hier hast du sie. Komm direkt zu mir zurück. Du hast dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist nicht so. Okay, dann gehen wir mal zu Fisk. Und frage nochmal nach dem Schwert. Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Vielleicht später. So, dann gehen wir nochmal zu Whistler und sagen ihm, er will 110 Erz.
Lass uns lieber über was anderes reden. Fisk will jetzt 110 Erz für dein Schwert. Und ich soll dir jetzt noch 10 Erz geben? Ich dachte, du legst Wert auf dein Schwert. Hier, nimm. Jetzt beeil dich. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Ja. Fisk? Ich will ein Schwert kaufen, aber nicht so ein einfaches Ding. Was mit Ornamenten wäre schön. Ich hab da eins, das dir gefallen könnte. Der Schatten, der es abholen sollte, kommt nicht mehr. Kostet 110 Erz. Interessiert? Ja, ich nehme es. Du hast ein gutes Geschäft gemacht. Ich sing's jetzt nicht, denn mein Gälisch ist nicht so gut, dass ich mich jetzt nicht blamieren würde. Ich hab dein Schwert. War ja auch nicht wirklich schwierig. Wie auch immer, eine Hand wäscht die andere. Falls Diego mich nach dir fragt, ist dir meine Stimme sicher. Ist ein? Mach's gut. Der letzte Scheiß. Genau. Das war doch schon mal ganz okay. Ach nee, ich wollte ja noch weiter nach da und nach Neck fragen. Okay, wir fragen mal die, ob die was wissen über Neck. Hallo Butler. Wie steht's? Du wirst es auch noch lernen. Immer wachsam bleiben, selbst nachts. Ich habe schon seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen. Und wer hier in der Kolonie nicht schläft, sitzt die doppelte Zeit ab. Manche lernen eben gar nichts dazu. Was gibt es hier für wichtige Orte? Nun, wenn du wetten willst, geh abends in die Arena. Sachen kaufen willst, gehst du am besten zum Marktplatz. Da kriegst du fast alles, außer Karten. Wenn du Karten kaufen willst, geh zu Graham. Seine Hütte ist schräg gegenüber dem Burgtor. Manche lernen eben gar nichts dazu. Wer ist hier der Boss? Gomez. Er lebt in der Burg. Aber wir Buddler haben immer nur mit seinen Gardisten zu tun. Am besten ist es, wenn sie dich gar nicht bemerken. Sobald du hier auffällst, hast du ein Problem. Klar, dass das Ärger gibt. Okay. Dann gehen wir mal noch weiter nach hier. Wer ist das? Bly. Neu hier, was? Dein Gesicht kenne ich nicht. Ich bin Sly. Ich hätte was zu tun für einen Neuen. Du hast was zu tun für mich? Um was geht's? Einer unserer Gardisten ist verschwunden. Er heißt Neck. Er könnte ins neue Lager übergelaufen sein. Du bist neu hier und kommst viel rum. Also halt die Augen offen. Wenn du ihn findest, lege ich ein gutes Wort für dich hier im Lager ein. Was kann ein gutes Wort von dir bewirken? Wenn du hier im Lager aufgenommen werden willst, brauchst du Leute, die für dich sprechen. Ein gutes Wort von mir über dich bei Diego kann da schon einiges helfen. Ich werde sehen, ob ich ihn finde. Wenn du Fletcher triffst, frag ihn über Neck. Er hat sein Viertel übernommen, seit Neck verschwunden ist. Wo finde ich ihn? Sein Viertel ist das Arena-Viertel. Okay. Und war da nicht eben noch das auch nur ein normaler Butler? Was mit dem da? Ey, ich will mit dir reden, Bro. Baal. Aufhören zu kiffen und mit mir reden. Reden. Oder nicht. Vielleicht so? Graham. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du? In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Diego schickt mich. Er sagt, du sollst mir eine Karte geben, auf der Weg zur alten Mine verzeichnet ist. Kein Problem. Für dich nur 20 Erz. Moment mal, Diego sagte, du sollst mir die Karte geben, nicht verkaufen. Das interessiert mich aber nicht.
Hast du eine Ahnung, wie viel Arbeit es macht, so eine Karte anzufertigen? 20 ist schon mein Spezialpreis für Freunde von Diego. Normalerweise würde ich 50 nehmen. Ich komme wieder. Dann rede ich noch mit dem Baal da. Jetzt aber, komm, red mit mir, Baal. Hey, Baal. Ja, jetzt. Okay, nö. Der macht nix. Ah, jetzt. Ich bin neu hier, wer bist du? Ich bin Baal Taran, von der Bruderschaft des Schläfers. Was ist die Bruderschaft des Schläfers? Wir sind eine Gemeinschaft von Anhängern eines neuen Glaubens. Unser Lager liegt östlich von hier, im Sumpfgebiet. Ich bin hergekommen, um Fremden wie dir die Lehre des Schläfers zu verkünden. Wer ist der Schläfer? Der Schläfer ist unser Erlöser. Er hat sich vor 5 Jahren durch Iberion unseren Meister offenbart. Seitdem haben wir den 3 Göttern abgeschworen. Und das solltest du auch tun. Die Götter haben es zugelassen, dass wir in dieses Gefängnis verbannt wurden. Der Schläfer aber wird uns wieder in die Freiheit führen. Wie komme ich zum Lager der Bruderschaft? Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parvis müsste sich auch hier im Lager befinden. Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube, er hat dort sogar eine eigene Hütte. Erzähl mir von der Lehre des Schläfers. Der Schläfer ist ein mächtiges Wesen. Vielleicht sogar mächtiger als Innos, der Gott des Lichts. Im Geiste ist er mit uns. Aber seine Macht ist noch begrenzt. Er schläft einen 1000-jährigen Schlaf. Aber die Zeit seines Erwachens ist nahe. Uns hat er auserwählt, sein Erwachen zu bezeugen und seine Lehre zu verbreiten. Denn höre, diejenigen, die sich dem Schläfer anschließen, deren Seelen werden unsterblich. Aber die, die ihm entsagen oder sich gar gegen ihn stellen, werden vernichtet werden. Aber der Schläfer ist barmherzig und gibt allen Zweiflern einen Beweis seiner Macht. Wie beweist euch euer Gott seine Macht? Er spricht zu uns durch Visionen. Wer seine Stimme gehört hat, zweifelt nicht mehr an seiner Macht. Wenn man das Kraut, das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Bilder. Verstehe. Wie soll der Weg in die Freiheit aussehen? Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor, in der alle Novizen zusammen den Kontakt herstellen. In dieser Anrufung wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Wir ernten Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kor Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Aber dazu müsstest du natürlich einer von uns sein. Was willst du überhaupt in der Burg? Ich will dort jemanden treffen. So? Wen? Und wieso wartest du nicht einfach, bis er rauskommt? Das geht dich nichts an. Ist ja schon gut, Mann. Ich wollte dir nur helfen. Okay, okay. Tja. Dann suchen wir doch mal. Weil nee, ich gehe doch erstmal noch mal alleine ein bisschen raus und guck mal, ob ich hier noch irgendwie... Ich glaube, ich habe irgendwas übersehen auf dem Weg ins Lager.
in der Nähe der alten Mine. Also gehe ich nochmal zur alten Mine und stöbe da ein bisschen rum. Vielleicht finde ich ja unterwegs noch irgendwas Interessantes. Und ich glaube, ich hau mal da den Scavenger platt. Ja. Weg mit der Waffe! Weg mit... Dein Glück. Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ich hab dir doch nichts getan. Ich hab sogar noch für dich irgendwie deine Arbeit getan, wenn man so will. Und hier ein bisschen auf... Und auch ein Scavenger. Bisschen aufgeräumt und Gefahren beseitigt. So. Fleisch können wir auch später am Feuer grillen. Dann hat man ein bisschen Proviant. Um es häuten zu lernen, haben wir noch nicht genug Erz. Wobei, komm, die da legen wir auch mal. Erfahrungspunkte schaden nicht. Nee? So. Latsch, jetzt sind wir nass. Und schwimmen erstmal eine Runde im Burggraben. Aber ich glaube, es sind zwei, das könnte hart werden. Warten wir, bis einer auf uns zukommt. Immer einzeln auf die Scavenger. Okay. Zack. Zack. Und zack. Gut. Das hat doch schon mal anständig geklappt. Jetzt haben wir ein paar schöne Chicken Nuggets. Bauen wir uns gleich in die Fritteuse. Dann gibt's was Leckeres zu essen. Ja. Oh. Aber es ist halt schon schade, dass wir noch nicht in der Lage sind, die anständig auszunehmen, zu häuten, die Zähne zu ziehen und alle verbrauchbaren Materialien. Nee. Schwert wieder einstecken. So. Geh mal da lang. Ja, so. Nahrung, Schritten, Verschiedenes. Okay. Ach ja. Oh, noch ein paar Waldbeeren, die nehmen wir auch mit. Hier irgendwas, was ich übersehen habe. Nee, hier sehe ich erstmal nichts. Ein bisschen rauszoomen und gucken. Hier noch irgendwas. Pfeile kann man hier noch mitnehmen. Okay. Mit dir? Ah, du hängst einfach nur so rum. Du hast nichts bei dir, was mir helfen würde. Gut, dann störe ich dich mal nicht weiter und lass dich ein bisschen chillen und abhängen. So. Ich glaube, ich gehe mal hier hoch und gehe noch ein bisschen weiter um. Da auf der Seite waren wir schon, aber da kann ich auch nochmal gucken, ob ich da irgendwas gesehen habe. Mit der Leiche da, hat die irgendwas? Nee. Nix. Hier gibt's auch nichts. Alles sehr, sehr arg und schon geplündert von uns. Aber wir können ja mal hier weitergehen. Gucken, was es hier noch so gibt.
Hier gibt es auch nichts mehr weiter. Dann kletter ich doch mal hier hoch. Komm, hoch. Du sollst hochklettern. Klettert man denn nochmal? Habe ich jetzt irgendwie was falsch gedrückt? Ding. Okay, mit Alt. Oh, da ist noch eine Truhe. Gucken, was da drin ist. Bier, Münzen und Pfeile. Okay. Besser als nix. Und was ist hier noch so? Noch eine Spitzhacke. Okay, eine Fackel. Okay. Komm, da oben liegt noch irgendwas. Seht ihr das? Komm ich da irgendwie hoch? Ja, ja, da komme ich hoch. Ah, aua, das war nicht so gedacht. So. Und hüpf. Hüpf. Nicht runter. Hoch, hoch. Ach, komm schon, Junge. Nee, nicht das Schwert ziehen. Ja. Jetzt da hoch. Aufheben. Und jetzt gucken wir uns hier oben ein bisschen um. Oh, Scavenger. Schwert ziehen. Und aufs Maul. Ja, volles Pfund. Und noch ein Pfund. Yay, und ein Level Up. Schön, schön, schön. So. Dann looten wir den mal. Bisschen Fleisch haben wir bekommen. Guck mal, was hier sonst noch so rumliegt. Auf dieser Ebene, auf dieser Anhöhe. Gibt es noch irgendwas anderes außer Scavenger? Die respawnen ja hoffentlich alle. Aber Erfahrungspunkte tun immer gut, vor allem in einem Rollenspiel. So. Dann holen wir uns den nächsten. Und hier Gott sei Dank einzeln. Ah, das ist ein Goblin. Die hab ich schon. Ah, oh, nimm das, du böser Goblin. Oh, der teilt ordentlich aus. Nimm das. Ui. Was hat der so bei sich, der Goblin? Kann man den Goblin nicht looten? Oder einen Knüppel? Schon mal nicht schlecht. Aber wir haben jetzt ordentlich eingesteckt. Mehr als die Hälfte des Lebens weg. Da sollten wir eventuell nochmal zurückgehen und uns ein bisschen aufs Öhrchen hauen. Oh. Der da interessant ist. Liegt ein Trank. Waldbeeren. Trank. Noch mehr Waldbeeren. Und noch ein Knüppel. Und weg. Weg, weg, weg. Lass mich in Ruhe. Böse Maulwurfratte. Böse Maulwurfratte. Wir bluten ein bisschen. Nicht gut. Hier, die Maulwurfratte hat uns. Lässt uns in Ruhe. Ja, das Interesse an uns verloren. Okay. Oh, da ist ein Eingang. Hm, aber. Ah, komm, komm. Ich glaube, da gehen wir in der nächsten Folge rein. In der Zwischenzeit lege ich mich nochmal aufs Ohr, damit wir da volles Leben haben. Und dann gehen wir da in diese Höhle und machen uns auf den Weg. Ja, keine Ahnung. Wir gehen mal ins Sumpflager, würde ich sagen. Da werden wir nämlich von einem hingeführt. Oder gehen jetzt ins neue Lager. Wir werden es sehen. Denn wir brauchen auf jeden Fall erstmal Erz, um uns die Karte zu kaufen. Und den Auftrag für Gomez zu erfüllen. Okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin denkt immer dran. Ich liebe euch. Von ganzem Herzen. Nein, 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 nein. Ich liebe euch. Volles Pfund. Ja, so liebe ich euch. Ciao.